Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen Messer-Review. Heute von Joker das Trampero. Für Tramp, ne? Ja, Tramp. Hm. Arbeitsfaule Leute, die übers Land gezogen sind. Nachempfunden dem Horace Kephart designten Messer. Hier in der Version von Joker unter dem Design von BS9. Man sieht es hier. Und Chefdesigner ist da der José Zapata. Zapater, keine Ahnung. Gut, also, das ist eins dieser. Sie haben zwei Messer. Also einmal das hier und dann das Messer, das dem Nessmuk nachempfunden ist. Ja. Hier, das hier wiegt mit Scheide 330 Gramm ohne Scheide mit dem beigebrachten Lanyard 180 Gramm. Wir haben eine 10 cm lange Klinge, davon sind 9,5 cm verwertbar und 3,5 mm Klingendicke. Beiges Leinenmikada sieht fast so ein bisschen aus wie Holz. Ja, also eine schöne Maserung, haben sie schön gemacht, gepinnt. Wir haben hier Liner, dunkle Liner. Und ich habe es ja schon im Food Prep gezeigt. Das Messer ist ein richtiges Küchenmesser. Und dafür hat es Horace Kephart unter anderem designt, sodass er eigentlich im Prinzip nur noch ein Messer brauchte für Holzarbeiten. Ja, ihr seht, das geht genauso durch wie durch die Paprika, wie durchs Fleisch, wie durch die Zwiebel. Ja. Ich zeig das mal genauer. Ja. Wir haben hier eine Schleifkerbe, einen leichten Fingerguard. Das ist alles sehr plan gearbeitet, wirklich toll. Ja. 12C, sag mal, 12C28, hier steht's. Hier ist das Logo von Joker, das Trampero und das Logo von der BS9-Gruppe 8 Bushcrafter und der Herr José Zapata. Buenos dias, amigos. Ich hatte das auch im Unboxing und First Impressions gezeigt. Ja, sie haben dieses Leder-Lanyard gemacht. Vielleicht haben sie mein Video ja geguckt, denn so ist das der Lofty Wiseman Lanyard D-Griff. Ist kein Quatsch. Ja, ein Messer ist, schneiden jetzt hier mal durch feuchtes Papier. Feuchtes Papier. Nehmen wir mal trockenes Papier. Jetzt gehen wir mal bei, nehmen trockenes Holz. Auch ein bisschen schnitzen. Ein paar schicke Locken. Und das Holz ist so angefroren und trocken, dass man aufpassen muss, hier fällt jeder Schnitzel von ab. Ja? Ihr seht, da haben wir noch ein bisschen. Ob es jetzt zum Batoning zu gebrauchen ist, sage ich eigentlich ja. Klingendicke, Flachschliff, Spaltwirkung ist nicht so immens, aber wir können es ja mal. Wollen wir schon mal sitzen? Wie ein gesetzter Mann. Nö. Wobei wirklich, wie gesagt, ich glaube, dafür wurde das nicht designt. Aber gut, ich weiß, ihr wollt das so.
Ne? Nochmal. Okay. Bin mir sicher, dass die als Cap hat dieses Messer designt hat, gar nicht wusste, was ein Baton ist. Zumindest nicht so, wie wir das heute wissen. Denn damals hatte, glaube ich, jeder, der irgendwo... Ja, Kephardt war ja kein... Nicht in demselben Zeitraum... war auch, wie gesagt, Journalist, Autor und so weiter. Schrieb für Camping-Magazin und so weiter. Lebt aber nicht zur selben Zeit wie Nesmuk. Hatte also ganz andere Bedürfnisse. Für ihn war das halt reines Camping. Spaß an der Natur. Und... Da es damals nicht diese Vielfalt an Messern gab, wie es die heute gibt, ne? Schicke Locken, musste er sich halt seinen eigenen Kopf drum machen. Rausgekommen ist genau gesagt dieses Messer. Und das ist das Condor Kephardt. So wurde das designt. Die Jungs von BS9 und der José Zapata haben es in die Neuzeit transferiert. Haben es ein bisschen höher gemacht von der Klinge. Haben es von der Klinge was höher gemacht. Ja. Etwas breiter und etwas kürzer. So, dass man, dass es nicht nur als Food Prep Messer gedacht ist, so wie es eigentlich bei dem ursprünglichen war, oder als Feinarbeitsgerätschaft, sondern man halt auch gröber damit arbeiten kann. Unter anderem halt Batoning, so wie ich das gezeigt habe. Das Messer würde ich dem hier jederzeit vorziehen. Obwohl, wenn ich hier die Trainierung abgemacht habe, sehe ich hier, das zerkratzt. Ne, seht ihr? Aber das ein Küchenmesser werden. Okidoki. Alles in allem haben die Jungs von BS9 das richtige Gespür gehabt, ein Messer in die Neuzeit zu transferieren, muss zu modifizieren, sehr führig. Leider fehlt mir hier Jimping. Hey, José, Jimping, what about Jimping? Please, Jimping. Jimping is important, you know? Aber trotzdem, top Bushcraft-Messer, wenn man das mit dem Batoning mal außer Acht lässt. Denn dafür, wie gesagt, wurde es nicht konzipiert, aber man kann es durchaus dafür benutzen. Ja. Gewicht hatte ich ja gesagt, dafür liegt es wirklich top in der Hand. Wir haben hier die Joker, ich würde sagen, das ist eine, so eine Buschkraftscheide. Ne? Doppelt gestochen, Ösen, 4 Stück. Hier der Steg, ich weiß immer wie der heißt, habe ich schon wieder vergessen. Denglersystem, man kann hier den Gürtel durchlaufen, man kann ihn hier durchlaufen. Wir haben hier einen Firesteel angebracht, Firesteel Loop, sehr gut. Ich ziehe den Gummi so weg, zack, und dann kann ich den Firesteel lösen. Funktioniert, hinterlässt Spuren, aber das macht ein Messer eh aus, wenn es Benutzungsspuren hat, zumindest meiner Meinung nach. Wäre vielleicht wünschenswert, José, impossibile, geht's hin, huh? Possibile, okay, so, wieder. Ein gelungenes, schönes Messer, ein, ja, man könnte sagen, ein historisches Messer, verfeinert, gewinnt gegen das Originaldesign vom, von Horace Kephardt, obwohl das hier dann eher doch nur ein Küchenmesser ist. Das hier ist ein Bushcraft-Messer, ja? Bushcraft-Messer, Küchenmesser. So. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madjot. Schwenkt der Hut. Tschüss, Herr Alba. Und schwenkt die Kappe.